Letztes Jahr hatten wir das Glück, dass wir für das Programm 2003 den Spitzenpreis gewonnen haben und damit als bestes Programm Kino Deutschlands ausgezeichnet wurden. Da sind wir natürlich sehr stolz drauf, vor allem weil es das erste Mal ist, dass der Preis in eine kleine Stadt wandert, nach zuletzt Münster, Hamburg und Halle. Wir waren in Würzburg, zwei Studierende der Biologie, anno 1981, und standen praktisch vor der Berufsentscheidung, was machen wir? Suchen uns was Neues, was Eigenes, vielleicht auch ein eigenes Betätigungsfeld, und waren eigentlich, ich sage jetzt mal, passionierte Kinogänger und sind dann durch die damalige Kinowüste Würzburg auf die Idee gekommen, dass es hier ein Kino nach unseren Vorstellungen einfach geben sollte, und haben dann angefangen, nach einem Kino hier in der weiteren Gegend Würzburgs zu suchen. Und sind dann auf das ehemalige Kapitol gestoßen und haben dann begonnen, die Idee eines Programmkinos auf dem Lande aufzuziehen, mit einer Kneipe fand drin im Foyer, und haben dann im Herbst 82 das Programmkino Casablanca aufgemacht. Es hat sich nicht viel geändert in der Kinotechnik eigentlich seit dem Beginn. Also gut, es kam irgendwann Ton dazu, aber im Prinzip ist es von der Technik her gleich geblieben. Die Filme kommen in so Kartons und wir bauen die im Kino zusammen. Das heißt, wir kleben die Stück für Stück zusammen. Die bestehen aus in der Regel 5 bis 7 Akten und am Ende sind sie auf einer Spule. Und früher hat man noch im Überblendbetrieb gearbeitet, das heißt von Akt zu Akt die einzelnen Teile auf verschiedenen Projektoren gespielt, weil man nicht in der Lage war, so viel Filmmaterial im Stück abzuspielen. Und deswegen stehen hier auch 2 Projektoren, hier einer und hier haben wir noch einen. Den Projektor hier, den nehmen wir jetzt nur noch für die Werbung. Das hier ist der wesentliche Arbeitsplatz der Filmvorführer, der Umspultisch. Also hier werden zum einen die Kopien zurückgespult, nachdem sie gelaufen sind. Die müssen ja wieder auf den Anfang gespult werden. Und hier werden die Filme gekoppelt und entkoppelt, also zusammengeklebt und wieder auseinandergenommen. Es war ein typisches 50er-Jahre-Kino, das neu erbaut wurde hier von dem Herrn Schütz, mit einer schönen Veranda, einem schönen Balkon, einem schönen Bühnenschwung, einer Kastenbühne und einer sehr, sehr engen Bestuhlung, wie es halt in den 50er Jahren üblich war. Wir haben einmal runtergestuhlt auf ungefähr 200 Stühle. Wir haben den Balkon stillgelegt, weil der Balkon keinen Notausgang hat, und haben versucht, auch nach dem letzten Umbau 98 in dem 50er Jahre Ambiente und Stil zu bleiben. Das heißt, wir haben versucht, dass es einen einheitlichen, geschmackvollen Hintergrund für das Kinoerlebnis gibt. Auf jeden Fall ist unser Programm unser wichtigster Informations- und Werbeträger. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist die konsequente Programmgestaltung das zweite Wichtige. Das Programm ergibt sich nicht nur aus einer singulären Idee von mir, sondern das Programm ergibt sich aus einer Vielfalt von Informationen, die dann gebündelt werden jeden Monat und irgendwann am Monatsende dann hoffentlich ein gutes und anspruchsvolles und interessantes Programm für den Zuschauer ergeben. Hallo.
Ja. Seit dem Umbau ist es ja auch alles ein bisschen heller, freundlicher, diese ganzen Durchbrüche hier. Und seitdem haben die Leute erstmal mitgekriegt, oh, hier gibt es eine Kneipe. Wenn viel im Kino los ist, dann ist eigentlich auch ein guter Kneipenbetrieb zu erwarten. Wir haben natürlich unsere Stammgäste jetzt hier aus Ochsenfurt und Umgebung, die kommen eben auch wegen dem Bier, wegen der Kneipe. Ready to decide. Yeah.